Das Tagesgespräch bei Phoenix mit Henning Otte, dem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Grüße ganz herzlich in Berlin. Guten Tag aus Berlin. Also, was haben wir denn eigentlich gelernt von dem Abzug aus Afghanistan und was haben wir diesmal besser gemacht? Scheint ja besser geklappt zu haben, oder? Ja, auch der Evakuierungseinsatz in Kabul hat sehr gut geklappt. Die Bundeswehr hat abermals bewiesen, dass sie sehr kurzfristig auch sehr gefährliche und schwierige Operationen fahren kann. Also ein großes Lob für die Bundeswehr, aber Kritik an der Bundesregierung. Die müssen Sie spezifizieren. Ja, es ist üblich, dass eine solche Evakuierung durchgeführt wird und anschließend das Parlament informiert, aber unverzüglich. Und hier hat es immer wieder Verzögerungen gegeben, ob Leuteunterrichtung, also die Unterrichtung der verteidigungspolitischen Sprecher, sind verschoben worden. Und vor allem ist der Mandatstext sehr spät erst im Deutschen Bundestag zugeleitet worden, über den wir heute diskutieren. Die Union wird zustimmen. Aber wir haben viele Fragen auch an den Verteidigungsminister und ihn deswegen in den Verteidigungsausschuss eingeladen. Ja, was ist denn das Problem, wenn solch eine Aktion ansteht und man da schnell handeln muss? Hängt es da an einem Text? Es hängt daran, dass zuerst in der Öffentlichkeit dieses Mandat gelesen werden konnte und erst dann ist es den Fraktionen zugeleitet worden. Zweitens, der Verteidigungsminister sagt, diese Operation ist abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. Und dennoch behält sich die Bundesregierung vor, bis zu 1.600 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bis Ende Mai einsetzen zu wollen. Und da müssen wir wissen, wozu. Ja, das ist die Frage, die wir uns auch gestellt haben. 1.600 Soldaten kann man sich kaum vorstellen für eine Evakuierungsaktion, wo ein paar Flugzeuge eingesetzt werden. Haben Sie irgendwie Informationen, 1.600 Soldatinnen und Soldaten, wozu eigentlich? Ja, das ist eine große Operation, die natürlich mit Kräften vor Ort agieren muss, die in Jordanien den Lufttransportstützpunkt sicherstellen muss, die Piloten auch der A400M, also ein großes Umfeld. Aber entweder ist die Mission abgeschlossen oder es kommt noch eine weitere Mission. Und hier kann der Verteidigungsminister weder den Deutschen Bundestag hinhalten, noch die Bundeswehr hinhalten. Hier muss er sagen, was er plant. Und hier sind noch viele Fragen offen. Aber Sie werden da heute im Bundestag darüber reden und debattieren. Aber das Mandat werden Sie schon freigeben, oder? Selbstverständlich werden wir das freigeben als CDU-CSU-Fraktion, weil wir anerkennen, dass diese Operation erfolgreich gelaufen ist. Und ich sage es noch einmal, die Bundeswehr hat abermals bewiesen, dass sie in der Lage ist, solche schwierigen Operationen schnell durchzuführen. Es sind 500 Menschen ausgeflogen worden, davon ca. 180 deutsche Staatsangehörige. Und das zeigt, es war notwendig, es war gefährlich und es ist erfolgreich durchgeführt. Niemand ist zu Schaden gekommen. Also Sie sehen ja noch die Evakuierung aus Kabul relativ positiv. Da gibt es andere Stimmen. Aber wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation schauen in Sudan, da gibt es ja noch andere Staaten, die dort ihre Leute rausgeholt haben. Wie stehen wir denn im Vergleich zu anderen Staaten da? Ich muss noch einmal auf Kabul zurückkommen. Sie haben das angesprochen. Der Einsatz der Bundeswehr war längst abgeschlossen. Und der unabgestimmte Abzug amerikanischer Einheiten auf den Flugplatz Kabul hat damals zu diesem Chaos geführt. Und dann sind wir erneut sozusagen aktiv geworden, sind mit A400M-Flugzeugen nach Kabul geflogen und haben dort Menschen gerettet. Also der Einsatz der Bundeswehr war dort sehr erfolgreich. Aber durch das einseitige Agieren der Amerikaner ist dieses Chaos entstanden und vor allem durch die Flucht der afghanischen Regierung. Aber das ist jetzt nicht Thema, sondern Thema ist Sudan. Wir stellen fest, dass viele andere Nationen auch Europas ihre Staatsangehörigen gerettet haben. Kurioserweise offensichtlich die Franzosen vor uns. Die Bundesregierung sagt, das sei so geplant gewesen. Es ist schon ein wenig verwunderlich, wenn wir feststellen, dass zuerst die Franzosen ihre Staatsangehörigen rausholen und dann erst die Deutschen. Auch hier haben wir Fragen an die Bundesregierung. Ja, dann reden wir doch auch noch mal über die Bundesregierung in Personam der Verteidigungsminister Pistorius. Also er ist ja noch nicht so lange im Amt. Viele sagen, er macht sich ganz gut und er ist effektiver als seine Vorgängerin. Was sagt denn die Opposition, also die größte Oppositionspartei dazu? Was hat er für eine Performance?
Wir sehen als CDU-CSU, dass es dem neuen Verteidigungsminister Pistorius gelingt, die Dinge klar anzusprechen, die Truppe auch anzusprechen. Er hat angekündigt, auch die Strukturen im Verteidigungsministerium der Sicherheitslage anzupassen. Dies begrüßen wir. Wir stellen allerdings fest, dass dieser Umbau ins Stocken geraten ist. Und vor allem stellen wir fest, dass aus den 100 Milliarden Sondervermögen, die der Deutsche Bundestag der Bundeswehr zur Verfügung gestellt hat, dass davon im letzten Jahr kein Cent abgeflossen ist, so die Wehrbeauftragte, dass bisher immer noch keine Munition bestellt worden ist und dass wir von diesen 100 Milliarden die Zinsen abziehen müssen, die Mehrwertsteuer, die Inflation. Und da stellen wir fest, es wird nichts umgesetzt. Und die Frage ist, warum nicht? Hat der Minister nicht die Rückendeckung seiner eigenen SPD-Fraktion? Hat das denn nicht? Es gibt große Debatten, es gibt Zweifel an dieser Rückendeckung, ob die SPD willig ist, Entscheidungen zu treffen, Rüstung zu beschaffen. Die Ansicht der CDU-CSU ist es, dass wir jetzt die Kaltstartfähigkeit, die Vollausstattung machen müssen. Denn wir haben einen Krieg in Europa und es deutet sich an, dass es zu einer längeren Rezession kommen wird. Und hierauf müssen wir die Bundeswehr einstellen. Aber die Bundesregierung hat ein ganzes Jahr verloren durch die Amtsführung von Frau Lambrecht. Dies müsste jetzt schnell kompensiert werden. Ein großer Start des Verteidigungsministers, der jetzt nicht zum Stillstand kommen kann. Henning Ott, der verteidigungspolitische Sprecher CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke nach Berlin. Sehr gern, alles Gute.